Schlafsäcke kaputt machen. Ich starte mal die Aufnahme. Wir haben es jetzt nach zig Stunden geschafft, die Bude zu raiden. Yeah. Nach 85 Tagen. Das könnt ihr alles bei Sunflex auf dem Kanal sehen. Ist jetzt noch mal? Genau, der Sunflex hat alles aufgenommen. Der Fulham hat mich gekillt. Ja, was? Wie denn das? Was? Wo noch? Was? Ja, genau, die sind oben. Leute, ihr müsst jetzt herkommen. Ja, ich bin schon. Was? Ich sehe aber nichts, es ist dunkel. Das ist ja, ich sitze in einem Haus drin und warte in der Ecken bis vorher gingen. Und dann hoffe ich. Ist er tot? Mach das Licht an! Ich hab kein Licht. Kann man auch offen in der Kiste wieder heile? Andy, mach das Licht an! Seid ihr noch in der Bude drin? Ja, wir sind jetzt ganz drin, in den Lootraum. Ist da was drin? Ja! Und 1000 Schlafsäcke. Ja, lass mal, einer muss die Schlafsäcke kaputt machen. Beat, hast du eine Waffe? Nein. Irgendeiner muss haben? Die ganze Schlafsäcke hatchen. Willst du eine Pistole haben, schnell? Nee, ich mach da mit der Fackel mein Zeug da. Ich mach da Licht, dann könnt ihr alles kaputt machen. Munition. Bin unterwegs. Ja, Leute, wo seid ihr alle? Wir sind ich steh draußen. Incoming. Das ist kann doch nicht sein. Kein Licht ist. Ja, ruhig, ich komm jetzt mit der Fackel, ganz ruhig. Ich bin im Haus drin. Immer ruhig bleiben. Ich steh an der Straße hinterm Baum. Chris, ich hör dich. Ja, komm da mit. Bist du. Ja. Immer geradeaus jetzt laufen. KGB, hast du, siehst du alles, wenn noch die hier und da eine Schlafsäcke zusammen? Oder hast du kein Licht? Hier läuft noch einer? Ist das noch einer von uns? Ja, ich bin's. Ah ja, gut. Okay. Nur 3000 mal gucken, wer das ist. So, ich hab erstmal Feuer hier angemacht. Ah, ich bin runtergefallen. Ja, super. Wie kommt man da jetzt auf die Kiste? Warte. Von ganz oben auf die Kiste nur mit Springer. Also von der obersten Stair. Okay. KGB, hast du mir die ganzen Schlafsäcke zusammen, oder? Ach, hier ist keiner mehr. Hier ist keiner mehr. Ja, da unten sind die Schlafsäcke. Mach die Schlafsäcke kaputt. Hier ist keiner mehr. Oben ist keiner mehr da. Ich hab keine Axt dabei. Stein geht genauso. Ist hier irgendwo eine? Ich hab auch keinen Stein dabei. Ey, die haben hier gar nichts mehr, die Leute hier. Die haben wahrscheinlich jetzt auch alles verschossen. Ja, wahrscheinlich. Oder weggekaut. Also. Alle schön auslachen. Jo, bin drin. Wie jetzt gesagt, rammen wir die Bude aus. Und. Ja, die locken jetzt aus. Na, da war nichts drin. Nichts Großartiges. Ach, das leckt bei mir. Ich kann nicht darüber springen, ey. Wo sahen ihre Waffen, bitte? Ich bin oben. Die schießen. Alter, ich komm nicht da hoch. Hä? Gerade eben ging's beim ersten Mal und jetzt. Die haben doch 100.000 Waffen gehabt. Die können uns doch nicht mitgenommen haben. Das haben die wahrscheinlich weggeworfen. Ja, vor allen Dingen ist das ein Sniper-Surfer. Jetzt habe ich irgendwie. Alter, der eine von denen ist hier! Der eine von denen ist im Haus! Oh, jetzt habe ich Sandfläche. Ey, die haben ja gar nichts mehr hier. Wir sollten die Betten kaputt machen. Das kommt nicht gleich zu unserem Lager machen. Mit deiner Methode hier. Die hatten ja nichts mehr. Naja, hat aber richtig Spaß gemacht. Ja, hat aber auch voll aufgeregt. Die haben da jetzt einen Pillar hingesetzt. Wer ist denn da schon wieder aufgesprungen, Feig? Ich. Die haben da einen Pillar hingesetzt, dass man da nicht mal reinspringen kann. Wer, die Leute? Ja. Ja. Man kann nicht mehr reinspringen. Wir müssen jetzt alles in den Arsch machen. Wir haben hier nichts. Kann doch nicht sein. Gibt's doch nicht. Die haben ja, dann gut, das sind halt Admins, ne? Na, das waren keine Admins. Ne? Die ganzen Kisten sind leer, wie geht das? Das war auch, glaube ich, nicht deren Haus. Ja, aber wo hatten wir die ganzen Waffen noch hergehabt? Wo sind die Bolte, die hatten? Ja, das ist auch genau. Die hab ich. Die Bolte hab ich. Achso, die ist draußen auf dem Feld down gegangen. Genauso wie 2 M4, 2 Pistol, 1 M4 5 und Super. Rot.
Die habe ich alle schon bei uns ins Lager reinsortiert. Sehr, ja, sehr schön. Super, super. Das heißt, unser Lager müssen wir aber jetzt wieder machen, weil das ist mittlerweile. Ja, für mich. Alter, Mann. Also, die wissen jetzt, glaube ich, auf jeden Fall, wo unser Lager ist. Ich habe 4. Nein. 3 MP5. Ja, ich lasse es. Ich komme da nicht mehr rein. Nein, jetzt drücke ich auf Respawn. Oh Gott. Haben wir denn noch einen C4 zum Lernen? Ja, ein C4. Ja, eins habe ich töten lassen. Okay. Die wollte also, ich leider die haben hier nichts, Alter. Kann doch nicht sein. Ja, Spaß, Bus. Sind jetzt alle Schlafsäcke weg, ja, ne? Mhm. Dann lass uns jetzt nochmal die Kisten kaputt machen. Ja, ich habe keinen Dings da. Aber wenn man hier nicht mehr reinkommt, wieso sollten wir die Kisten kaputt machen? Wurscht, einfach durch den Zaunfall. Ach Leute, ey, das war. Ach, natürlich das kommt war, man hier noch rein. Ich bin noch gerade. Das war eine anstrengende Geburt. Ihr wisst ja sogar noch, war ich einfach zu blöd dazu. Ihr wisst ja sogar noch ein bisschen Bauplatz mit dem, was wir jetzt da haben, aber das auf der anderen Seite von der Map. Also da findet uns doch sicher kein Schwein. Und da können wir sogar noch ein viel größeres Haus bauen, weil extrem viel Platz zu müssen. Guck mal, da kommt man trotzdem rein. Also der Pillar, der macht. Brauchen wir noch eine Pickaxe? Ja. Hier? Das Problem ist, dass du wahrscheinlich, wenn du die Kiste wegmachst, hier nicht mehr reinkommst. Wahrscheinlich, da. Na, ohne Kiste kommst du nicht mehr rein. Ja, also muss man eigentlich nur die Kiste wegmachen. Man geht, dann kommen die hier doch eh nicht mehr rein. Wenn die Kisten doch da stehen, dann machen die Kiste kaputt. Und dann zerfällt das hier eh Stück für Stück. Ähnlich oder recht, ja. Ach, war das witzig. Noch was gut wie viel verschwendeter Munition endlich geschafft und jetzt der Grün nicht mehr los. Ja doch, wir haben ganz viele Waffen bekommen, würde ich sagen. Die sind ja zwischen durchgefallen, als die Leute draußen down gerade sind. Achso, stimmt. Den Bademeister, den habe ich einmal geholt, den Full Kevlar. Den hinten auf der Wiese habe ich einmal geholt, den Full Kevlar. Na, wo wir jetzt da C4 Lerner konnten, beziehungsweise C4 mehr hätten, waren eigentlich ja schon die mächtigste Gruppe auf dem Server, wie du mit meiner. Ich meine, wir sind die meisten Leute, wir haben mittlerweile glaube ich eh schon alles. Wir haben auf jeden Fall nichts verloren. Nein, das ist nicht. Alles. Wir brauchen halt nur noch Explosive. C4 müssen wir noch herstellen können mit Explosives und wenn jeder Käfer gar nicht nur hat, dann ist eh nichts mit ihm. Ja, die zwei Kisten scheiß drauf lassen wir. So, haben wir jetzt alles hier. Also viel hatten die ja nicht. Ich dachte, das Fleisch aus dem Kissen nimmt ihn. Hier steht ganz viel Holz. Das war's mit dem Häuschen. Jo, Feierabend. Könnt ihr nochmal in alle Kisten gucken? Vielleicht haben wir noch irgendwo eine Waffe fixen. Nee, ich hab alle durchgesucht schon. Okay. Ich bin zum Haus zurückkriegt, wow. Lass mal erstmal alle im Haus wieder treffen. Ja, ich lauf eben zum Hangar nochmal. Weg. Eine kleine Lagebesprechung. Positives, Negatives, was können wir besser machen? Alles. Besser machen, ordentlich ranstürmen da. Alles. Nein, es war schon ein wenig unkoordiniert, sondern das müssen wir. Ein Wing? Das ist ein Wing ist noch mit ausgedrückt. Na, mit C4 war Mecher drin gewesen. Da ist ein Kevlar-Typ, ein Holz. Das bin ich. Schade. Hast du gesehen, draufgeschossen, auch C4 drauf und wir waren drin und wenn du da ein zweites C4 hast, bist du gleich fertig. So, Explosives lernen, C4 lernen, nächstes Haus. Das Problem ist nur, das braucht so extrem viel, bis du da was herrschen kannst für den Blödsinn. Das sind so 8 Leute, das sind zu viel Mann. Also da haben wir am Tag schon mindestens 6x6 Stück hergestellt. Wir 3. Wenn wir alle farmen, da haben wir ruckzuck 12 Stück. Locker. Weiß. Am Wenkel bei den Kisten müssen wir da mal auframmen, da verlierst du schon viel Übersicht. Das überrollt sowas so in die Räumchen. Ne? Ja, ich habe gerade eben ein bisschen was durcheinander gebracht, weil ich schnell weg wollte und euch helfen wollte. Und die Sachen repariert hatte. Hammer. Komm zurück zu unserem Haus. Was für ein Bett? Die haben auch geschrieben, es war geil und so und hat gepasst und bla bla bla. Die waren die ganze Zeit am Flamen, das hab ich nur gesehen. Nee, jetzt kurz bevor sie raus sind. Haben sie jetzt geschrieben. Also es ist echt schwer ein Haus einzunehmen, finde ich, anstatt
Wegzusprengen, einfach. Ja, eine Bombe sprengst du vor, das ist extrem arg. So, jetzt müssen wir ordentlich Research-Kisten finden und den ganzen Scheiß klar lernen. Naja, erstmal das C4. Ah, ja, ja, C4, ja, ja. Boah, Alter, schon. Das war aber auch ein Battle. Was war das? Ja. Ja, und ich würde sagen, wir springen kurz dieses kurze Kapitel des wieder, ja, Wiedersammelns und des Aufstockens der Munition und der Health Packs und was wir noch nicht alles brauchen. Und wieder rein zu geben, wir werden gleich wieder farmen gehen. Da werde ich auch wieder einschalten und weiter aufnehmen. Dann würde ich sagen, ja, auch bis gleich. Ciao, ciao. 1, 2, 3, 4 M4s. Ja, ich lasse die Aufnahme laufen. Muss man endlich mal wieder ein bisschen Metall wiederholen, dass wir Metallbette machen. Und wir schneller hochbauen. Ich soll mich immer Schlafsack mit bei so einer Aktion, ich will den Schlafsack direkt unten hinlegen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Metal, ne? Ah, hast du gesehen, wie viele Schlafsäcke die da oben reingelegt haben? Ach du Kacke, wie viele Waffen haben wir hier? Oh, das war schon heftig. Alter, wie viel Sulfur wir hier haben, Alter. Ja, so ist da einer auch dabei, der weggelaufen ist. Warum brennt hier keiner einen Ofen an, Alter? Mit Sulfur kannst du keinen Ofen anbrennen. Oder meinst du mit Holz? Wieso jetzt Holz? Holz in den Ofen und dann... Und dann Sulfur rein, oder was? Nee, jetzt, wieso jetzt Metall? Hallo? Metall und Sulfur. Ach, jetzt auf einmal alles, ja? Alles, wir hauen alles rein. Aber da soll ja Metall und Sulfur rauskommen. Alles. Alles. Einfach alles, weißt du? Das ist das Wichtigste. Wie ist denn noch? Wer will liegt hier oben? Dann musst du doch auch sagen, denn. Oder eine Typ, der kriegt ja dauernd die Tür vom Kopf, ne? Nur verleiht er hier bei uns schläft. Ja, ehrlich mal. Gute Kopfschmerzen, wenn er am nächsten Tag aufsteht. Jedes Mal Klatsch. Oh, aber Kerl, ey. Sam muss jetzt mit den Waffen attackieren. Wir haben so scheiß Waffen, das ist unübersichtlich bis zum Gegner. Ups, dem hier unten kannst du die Tür in die Eier hauen. Ja. Boah, wir sind impotent, ey. Sag mal, was macht denn das? Warum den Typ die Tür in die Eier? Mach ein Dubstep mit einer Eisentür. Boah, war das denn ist... Nee, glaub ich. So. Folgender Waffenzwischenstand. Wir haben... Zu wenig. 5 MP. Wir haben zu wenig. 4 MP5. 7 P250. Und 3 Shotguns. Oh, das klingt gut. Ja, minus die Waffen, die wir ja auch noch am Mann haben. Wobei ein Shotgun gehört repariert, ist hin. Eine hat nur noch 36 Health, aber die restlichen Waffen sind alle in Top-Zustand. Sehr schön. Alle durch die TÜV. Ja, ich muss meine M4 verlieren, die ist leicht beschädigt durch den Fight gerade eben. Noch Pfeil und Bogen hier am Start. Oder dreiviertel Stunde oder noch länger nur umeinander geschossen mit allen möglichen und jetzt auf einmal ja, Pfeil und Bogen. Ja, zurück in die werden roten Tiere in die Schuhe hier jetzt. Nieder mit den Waffen. Wir sind ein friedliches Völkchen. Jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Eigentlich sind sie ja selber schuld, wenn sie uns so schießen. Ah, warte, und ich hab einer vergessen, ich hab auch noch Shotgun und der P250. Chris, wie? Sag ich noch? Ja. Ja, ich bin gerade noch dabei. Chris und Beat, ja. Ich also, hab, es ist eine noch, Person, aber ich zock noch. Ich hab noch eine Bolt Action, P250 und eine M4 dabei.
Wir sollten die Waffen in die Kisten legen, nicht, dass wir noch alles verlieren. Ich hab einen Rock, aber der geht ab. Ich will die M4 auch noch reparieren, bevor ich sie in die Kiste lege. Ja, mach ich auch gleich mit den zwei Shotgun. Ist hier noch irgendwo ein Bogen in der Kiste? Ich hab irgendwo einen reingeworfen. Ich hab auch nicht jemand reingegeben. Die sind sich, dass ich jemand rausgegriffen hat. Ich habe selber auch gerade noch keinen. Ja, hier ist auch ein Bogen. Hier ist ein Bogen, ja. Dann baue ich mir schnell ein. Soll ich mal ein paar machen? Ja, ich hab einen Bogen. Boah. Ja, Bögen werden schlecht. Ich hab nämlich auch keinen mehr. Also ich hab gar nichts mehr. Okay, also dann mache ich jetzt mal hier Bögen. Pickaxes gibt es hier, unten zu Genüge. Da habe ich übrigens auch nochmal irgendwie 5 Stück reinsortiert, die ich gefunden habe. Teils von euch, aber teils auch von den Gegnern. So, wieder 2 Top-Shotgun mehr. Wir brauchen bald eine 2. Waffenkiste. Kann einer mal bitte noch die Türen ölen? Ja, ehrlich. Das ist echt schlimm. Ja, das nervt mich. So, wie viele Bogen soll ich machen? 100. Gut. Ich nehme mal 63 Klopf und tue das nochmal unten in den Ofen mit rein, weil haben nur 90 und Leder kann man immer gut gebrauchen. Ich mach jetzt mal 6 Stück. Tue ich damit so die Spitzäxte unten mit rein. Die Spitzäxte. Die Spitzen aber auch nur. Ja, nur die Spitzen, genau. Boah, bei der Werkbank heute ist ja übelst lange. Boah, da ist das dann, mein Gott. Ich glaube, ich habe gerade eine verdammt geile Idee fürs Waffendepot gefunden. Und zwar, da haben wir in der Mitte, also über dem Raum, wo die Lagerfeuer sind, geht es ja gerade rauf. Da hat man gerade überlegt, dass man von 2 Seiten einen Gang ummacht und in der Mitte einen kleinen Raum mit Kisten vollstopft, wo die Waffen hinkommen. Da kann man noch einen Haufen Türen platzieren, da kommt man da nicht so schnell hin. Ja, ich finde die gut. Kann man, ja, probieren einmal. Hier liegt eine Shotgun in der Workbench. Also in dieser Repairbench. Repairbench? Ja, wer hat die da drin liegen lassen? Ich hab beide wieder mitgemacht. So, haben wir jetzt hier unten noch was repariert werden muss an Kleidung? Ja. Red Suit, aber das braucht glaube ich nur Cloth, ne? Red Suit. Da war Kleid. So. Auf Heile? Ja, so 5000 Stück kannst du mal bauen. Was? Pfeile. 5000? Ja. Ja, einfach mal so pauschal. Bisschen Klacks mache ich jeden Tag. Einfach mal machen. Einfach mal machen, so 5000 Stück. So. Brauche ich aber Holz. Haben wir noch Holz? Ja, unten in der ganz linken Kiste dürfte noch ein Stack sein. Ja, nimm einfach was von unseren... hier und unsere Wände sind ja auch aus Holz. Nimm die einfach. Achso. Okay. Ja, beiß doch mal ein Stück ab. Warte mal eben. Die Trucki-Zucki mache ich eben. Hier Slash. Remove. Pack ich die erstmal... Oh, kaputt. Remove gerne. Ja, mit dem geht das auch. Ja, nicht. Das war ja auch nur als Insider mäßig, ne? Das war als ironisch gemeint. So, jetzt habe ich eine Wand abgehackt. Machen wir aus Footplanks mal wieder Holz. Machen wir aber ganz einfach. So, nice, geht's wieder los. Ich habe ein Research Kit. Ah, Halleluja, ich hab gedacht, sonst was gefunden. Das ist zu viel, ist das real. Ja, wir brauchen noch Explosives, ne? Das kann keiner, oder? Damit wollte ich eigentlich die Schokoriegel lernen.
Ja, stimmt, die sind wichtiger. Explosives. Oh, das wäre so krass, wenn das geben würde. Explosives kriegst du, glaube ich, nur bei Airdrops, was ich weiß. Also, die sind extrem selten. Explosives findest du selten, aber zu viel. Scheiß Windows-Taste, ey. Ach, das war Spaß. Das war anstrengend. Oh, lustig. Hier steht mitten im Ofen in der Parkie, ey. Wo wir das Haus fertig haben und irgendwann zu Holz über haben, kommt man ein Spike-Bogen.